Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von, ich muss mal ein Mikro machen, ATS. So. Jo. Wir müssen noch 300 Meilen oder so fahren, oder waren es 600? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir hier gleich pennen, die waren wir nicht. So. Und es waren 600. Okay. Na gut. So. Schönes Wetter. Wobei die grauen Wolken mir da oben nicht gefallen. Ah, wobei. Die sieht wahrscheinlich schlimmer aus, als es ist. Ah, Baustelle. Haben wir grün? Nee, wir haben rot. Stop hier und wet. Heißt das, dass wir den vor- und zurückschieben sollen? Natürlich nicht. Weil technisch gesehen hat nur der vor uns rot. Wir haben kein Rot, sondern wir stehen hier, weil wir auf ihn warten, weil er die Straße von aus unserer Sicht aus blockiert. Technisch betrachtet. Oh Junge, komm mal klar. Ich frage mich, ob sich der andere LKW gerade, LKW-Fahrer ja gerade voll in die Hose gemacht hat. Weil er dachte, wir fahren ihm den Lack ab.
Was ist gerade für ein Geräusch, sag mal? Wow, da hinten wirkt der Berg super abgeschnitten. Hä? So, das gerade. Kann ich gerade durch die S-Taste oder was?
20.000, geil. Oh, schon wollen wir 100.000. Yay. Okay. Man merke, auf Sand hat man weniger Haftung. Oder hat schon wieder meine Bremstaste nicht genommen. Oder hat er versucht mit Motorbremse zu arbeiten? I don't know. Das übersteigt meinem Wissen. Fahrermeter. So, mal gucken, was hier abgeht. Katrin D 0,8 immer noch. Alter, die arbeiten doch schon ewig für uns. Wir können immer noch so scheiße sein. So, die haben alle Fernfahrer. Oh. Sie können mittlerweile auf Ausgleichen gehen. Er auch. Ich meine, eigentlich kann sie mittlerweile auch auf Fernfahrer gehen. So. Ich mache diese Justin-Tab, mache ich mal. Lass mal noch machen. Gar nicht mal so schlecht vielleicht. Jetzt ist schon müde? Verdammt. Ich meine, gut, ist mittlerweile auch 20 Uhr fast. Da kann man ja an der nächsten Raststätte mal ranfahren. Ja, das ist schon ein krasser Sonnenuntergang hier. Gut, vielleicht hier ein Neues ja nicht werden. Also vielleicht noch ein bisschen krasser. Tja, auf die komplette Raststätte, wo wir pennen können.
Die ist auch so stark, platz ich gar nicht. Ah, doch, da hinten. Ah, okay, okay, ah, okay. Also ich muss ja eh nach links. Wobei, gut, wäre eigentlich doch egal. Ah, ist doch cool, was? Naja, schau ich. Ist der von Arbeitsagentur? Ja, lass uns gucken hier. Das war jetzt nicht geplant. Verdammt. Wie sieht es eigentlich aus? Ich meine, die Arbeitsagentur. Halt. Nein. Doch. Mach hoch. Was haben wir eigentlich so für. Ja, ja, sehr gut. Mhm. Leider nichts geeignetes dabei. Hatte gehofft, wir hätten eine Anwärterin, mit der wir die hätten austauschen können. Weil die hat halt einen echt komischen Selfie-Blick. Die gefällt mir überhaupt nicht. Alle anderen super krass korrekt. Aber die hatten echt seltenen Selfie-Blick. Da würde ich die schon gerne mal. Ne? Loswerden. Ich meine, wir könnten sie nehmen. Oder sie. Der hat hier sogar schon ein bisschen ADS, ADR, ADAS, ADHS. Dafür hat sie aber schon einen Fernfahrer und das Ding hier, also die wäre definitiv besser, weil die schon Fernfahrt hat. Ich glaube, ich würde sogar die hier nehmen. Ich meine, was hat eigentlich die Kollegin? Hat die überhaupt schon einmal Fernfahrt? Ja, ne? Die Fernfahrt hat sie schon einmal, ja. Das heißt, wir würden eigentlich nur einmal das hier verlieren. Das würden wir einmal verlieren, ist richtig, aber. Bye-bye. So. Wo ist eigentlich? Nein. Doch, da. Schon besser. Digga, wie kann man. Voll die Hasenzähne. Nice. Ja, das war jetzt praktisch. So, genau, die müsste jetzt auch ausgeglichen sein. Mimimi. genau, ausgeglichen. Fernfahrt, ausgeglichen, ja. Zwei Punkte brauchst du noch. Also zumindest ein Punkt. Die beiden hier hinten sind. Na wohl doch. Just in Time sollte man auch haben. Was halt immer egal ist, ist halt hier hinten dieses ökonomische Fahren. Das ist halt immer völlig egal. So. Weil die anderen Sachen, also die hier, wären natürlich auch alle wichtig vielleicht. Ne? Aber ansonsten, die ersten vier, also die ersten vier skillbaren Skills, die schalten halt doch mit dem ersten Level immer Sachen frei. Gut, also der eigentlich auch nicht, ne? Aber ne, hier kannst du halt hochwertige Fracht fahren, hier kannst du halt zerbrechliche Fracht fahren und hier kannst du zeitintensive Fracht fahren, sobald du halt schon das erste Level hast. So.
Na, können wir gleich mal bei der Werkstatt vorbeischauen. Auch wenn uns das wahrscheinlich finanziell in den Ruin treiben. Obwohl, nein, ich stimmt ja gar nicht. Bei ATS haben wir ja Versicherung. Ich glaube, ich bin nicht falsch. Ja, ich bin nicht falsch. War ja klar. Gut, gehen wir erst pennen. Ernsthaft? Was ist los mit diesem Regen, ey? Wie kann es denn hier jeden Tag regnen? So, Tag TV auch gleich mal, wenn wir schon mal hier sind. Nach links oder nach rechts? Da geht es so nach links, ne? Warum sind hier keine Pfeile auf der roten Linie? Ach, jetzt so. Jetzt hier, normalerweise passen die Autos komplett vor die Stoßstange, also in die Stoßstange rein.
Oh, da vorne los, Alter. Nö, ja, da können wir jetzt gleich hier, weil ich auch auf Abseits gleich getroffen wurde. Auch gleich Pause machen. Zeit tut's ja. Na dann, das war's für die Folge und bis zur nächsten Folge.